Na, für ist das Suibrati. So, Amigos, ich werde mich jetzt ins Vergnügen stürzen. Hey, sag mal, weiß deine Oma schon, dass du ihr Parfum geklaut hast? Gefällt dir, Chico? Ja, großartig. Sag ich doch. Irgendwie riecht's hier wie ein Puma-Käfig. Ist Ina schon weg? Nee, die ist schon seit Stunden auf der Toilette. Was steht denn an, Casanova? Ey, wenn schon, dann bitte Don Juan, ja? Hör mal auf mit Casanova, das war ein Anfänger. Ich geh zum Blues-Festival. Schwermütige Frauenherzen retten. Ja, mit dem Rasierwasser wird das nichts. Wieso denn? Tja, Puma-Käfig. Ich hab den überhaupt keine Ahnung. Was ist mit dir los? Ich gehe aufs Blues-Festival. Leute, ich hab's euch gesagt. Ich lauf hier alles so rum. Echt? Mhm. Der keine Kraft. Oh, der hat sie. Der hat's eben einfach nicht geschafft. Hab ich noch schon gedacht. Tschüss, Reisen. Bis zum nächsten Mal. Karl, bitte. Ja, danke, stimmt. Na endlich, er wartet schon. Sehr schön. Dann lass mal sehen. Auf meine Jungs ist Verlass. Sind Sie also zufrieden? Nein, Kowski. Der Anblick hier macht mich überglücklich. Hören Sie zu, Kowski. Ich möchte, dass mich einer Ihrer Leute in einem sicheren Wagen mitsamt dem Geld nach Hause fährt. Ich bin erst ruhig, wenn das alles hier im Safe liegt. Er übernimmt das. Ist mein bester Mann. Wie heißt du? André Konrad. Stehst du da rum, André Konrad? Pack das Geld ein und dann vorsichtig. Nach Hause. Wenn das Geld im Safe ist, dann kannst du wieder verschwinden, Konrad. Erwarten Sie noch jemanden? Nein, schon gar nicht um diese Zeit. Ich steh nicht so blöd rum, mach auf! Was wollen Sie? Hey! Strelitz, ich bin's! Pfeif mal deinen Wachhund hier zurück! Was willst du denn? Feiern natürlich, was sonst? Lass ihn rein, ist ein alter Freund. Sitz, Hasso! Konrad, du wartest hier draußen, bis ich die Sache geklärt habe, verstanden?
Eigentlich waren wir da erst morgen verabredet. Aber ich wollte jetzt mit dir anstoßen. Eine wunderbare Musik. Und so lukrativ. Was soll das Theater? Auf dich und das Geld. 50.000 Besucher. 15 Mark Eintritt. Da kommt ein hübsches Sümmchen zusammen. Ja, jetzt hau ab. Wow! Hier ist dein Anteil. Deswegen bist du ja wohl da, oder? Wir wissen beide, dass ich mehr verdient habe. Ich will 40%. 40%? Du spinnst wohl. Das hier, das nimmst du und dann haust du ab, ja? Was sonst wohin stecken? Nimmst das Geld und dann verschwindest du. Ohne mich wärst du nur ein kleiner, schwieriger Kneipenbesitzer. Ja. Und wenn ich das mal auspacke, dann bist du ein Nichts. Ach ja, was willst du machen, du, ha? Willst du mich anzeigen, dann gehst du aber mit hoch. Das schwör ich dir, du. Ah! Hey, hey, hey! Alles klar? Ja? Habt ihr das Schwein? Ach, unser Schoßhündchen. Los, ab! Gehst du zurück zu Herrchen? Verschwinde, du armseliger Hitze. Lass mich in Ruhe. Ganze Nacht auf diesem Bluesfestival war. Ich wusste gar nicht, dass Leni erst 13 ist. Ob 13 oder 16, die Sorge eines Vaters um seine Tochter hört nie auf. Du hast aber auch keine gute Laune. Nee. Wie war es auf dem Festival? Ich habe 2 Stunden lang gewartet und dann bin ich nach Hause gegangen und zwar allein. Dein Liebste ist lieber bei Frauen und Kindern geblieben, stimmt's? Ich habe langsam die Nase voll, das sag ich dir. Morgen. Morgen. Schlechte Laune. Ja. Guten Morgen. Eine alte Dame aus der Nachbarschaft hat den Toten vor etwa einer Stunde gefunden. Was macht eine alte Frau bitte morgens um 5 auf der Straße? Ihren Dackel ausführen. Auf den ersten Blick Unfall mit Todesfolge und Fahrerflucht. Da sind noch Blutspuren, die von dem Toten zu diesem Hauseingang führen. Ja, das haben wir beim Toten gefunden. Ja, danke. Da. Mirko Fischer, Gewerbeamt. Wo sind Jan und Miguel eigentlich? Jan wollte hier irgendwo joggen und direkt herkommen und Miguel habe ich noch nicht erreicht. Er weiß, wo der steckt, so wie er gestunken hat. Morgen! Morgen. Ausgeschlafen, was? Na, wie war's beim Bluesfestival gestern? Frag mich bitte nicht. Lass mich raten, Führerschein weg oder Dienstwagen gestrichen? Schon mal was von Leibesübung gehört, Frau Doktor? Na, da scheinen wir eine recht unterschiedliche Auffassung vom Begriff der Leibesübungen zu haben, Herr Oberkommissar. Ist das so, ja? Könnte jetzt eventuell mal zur Sache kommen. Klar. 2 bis 4 Stunden maximal. Länger ist der Unfall nicht her. Wenn es überhaupt einer war. Hier, schau dir das mal an. Oh, das sieht ja nach einer Prügelei aus. Ist nicht auszuschließen. Ich werde das sofort obduzieren. Tschüss. Tschüss. Ajo, ja. Hast du es gesehen? Die Blutspur führt bis zum Haus. Das habe ich schon gesehen. Erst ins Büro. Na? Also sagen Sie, Mirko Fischer ist tot? Ah, Sie kannten ihn? Rein geschäftlich. Wissen Sie, als Gastronom, da hat man häufig mit dem Gewerbeamt zu tun. Nehmen Sie auch Platz, bitte. Ja, danke. Sie waren nicht zufällig gestern Nacht mit Mirko Fischer verabredet. Nein. Wie gesagt, wir kannten uns, aber rein geschäftlich. Darf ich den Herrn einen ausgezeichneten Sherry anbieten? Ja. Ja, sehr gut. Waren Sie die ganze Nacht zu Hause? Nein.
Gegen 4 Uhr früh hat mich ein Security hierher gebracht. Wozu brauchten Sie denn jemanden vom Sicherheitsdienst? Ich veranstalte das Blues Festival und heute Nacht wurde abgerechnet. Und da kam eine Menge Geld zusammen. Viel mehr, als wir erwartet hatten. Aber dafür gibt's doch Banken. Haben Sie schon mal versucht, 750.000 Mark durch den Schlitz eines Nachttresors zu schieben? Oh, das würde ich gern. Mit so viel Geld im Haus, da macht man sich ja kein Auge zu, oder? Oh, warum denn nicht? Es gibt hier eine Alarmanlage, ein Safe. Was fahren Sie eigentlich für einen Wagen? So einen wie mein Nachbar. Ja, so ein Van. Aber meiner ist gerade in der Werkstatt, irgendwas mit den Bremsen. Ich würde mich ganz gern ein bisschen ausruhen. Ja, natürlich. Danke. Sagen Sie, wobei haben Sie sich denn so verletzt? Was? Ich bin so ein betrunkener Idiot. Sie finden alleine raus? Ja, natürlich. Wiedersehen. 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 Ja, auch schon da? Ja. Ich habe gestern meine Prinzessin getroffen, das muss ja, ich dir ja, erzählen. Ja, erspar mir die Details. Aha, und was war mit dir? Hab dich gar nicht gesehen gestern Nacht. Ja, ich war auch nicht so lange da. Hast nicht lange gefackelt, was? Miguel, komm, laber nicht, sondern mach dich nützlich. Hier, überprüf die Personalien von diesem Toten und geh mir nicht auf den Keks. Na super. Recherche am Totenmaterial. Sag mal, wieso hast du ihn nicht gleich mit der Blutspur konfrontiert? Ah, das heben wir uns für später auf. Der ist doch sowieso verdächtig. Kennt Mirko Fischer und sein Alibi ist fraglich. Allerdings. Auch vor seinem Haus wird Fischers Leiche gefunden. Der Typ will nichts gemerkt haben. Wir lassen ihn auf jeden Fall observieren. Doch übrigens, das hier habe ich in seinem Papierkorb gefunden. Könnte Fischers Blut dran sein. Sehr gut. So schnell wie möglich ins Labor damit. Und du? So schnell wie möglich unter die Dusche, du Stinker. Naja, irgendwie muss ich ja gegen Miguel anmuffeln, oder? Na, ausgeschlafen? Muss ja eine heiße Nacht gewesen sein. Boah, kann man so sagen. Übrigens, ich habe gestern Nacht dein Töchterchen Leni getroffen. Mit so einem Typ im Schlepptau. Habt ihr was über Fischer rausgekriegt? Tja, der heißt Mirko Fischer, 38, ledig, keine Familie, Eltern sind verstorben, arbeitet seit 4 Jahren beim Gewerbeamt und jetzt pass mal auf, hat einen teuren Sportflitzer und eine Eigentumswohnung in Golis. Ja, ein kostspieliges Leben. Ja, keine Erbschaft, allerdings auch kein Eintrag im Strafregister, nicht mal ein Punkt in Flensburg. Astrainer Leumund. Naja, ich habe hier in seiner Brieftasche ein Foto von seiner Freundin gefunden. Samt Handynummer. Und der Name? Annette Kern. Ist hübsch, nicht? Arbeitet in der spanischen Bar, wartet dort auf uns. Tja, dann lass uns die Bar mal anschauen. Und Fischers Freundin. Das war übrigens der einzige Laden, in dem gestern Nacht nichts los war. Guck mal hier. Bar Madrid. Steht nicht im Festivalprogramm. Ist komisch, nicht? Wir können auch ein andermal wiederkommen, wenn. Danke, es geht schon. Fragen Sie ruhig. Entschuldigung. Wollen Sie irgendwas trinken, oder? Ja, wenn Sie nichts ausmachen würde, ein Espresso bitte. Zwei. Zwei. Armbeier, komm, was ist los hier? Ich habe mich total gewundert, dass Sie nicht am Bluesfestival teilgenommen haben. Sagen Sie mal meinem Chef, Florian Förster. Ja, ich dachte bloß. Bringt doch gute Umsätze. Es war so eine Sache zwischen Mirko und Förster. Danke. Wir konnten noch nie gut miteinander. Was war das Problem? Öfter mal eine Auseinandersetzung. So wie gestern Abend halt. Ah, der Herr Fischer war auch hier. Was ist passiert? Mich abgeholt. Das war so gegen Mitternacht. Dann hat der Förster den Bierhahn abgedreht, weil er ohne Genehmigung Tische und Stühle vor der Bar aufgestellt hat. Das hätten Sie wirklich mal sehen müssen.
der gestern rumgetobt hat. Bevor er dann irgendwann wutentbrannt abgehauen ist. Wissen Sie, wo er hin wollte? Und Sie und Herr Fischer? Wir waren noch unterwegs. Und dann hat er mich so gegen 3 bei sich zu Hause abgesetzt und musste noch los, irgendwas erledigen. Wir möchten einen Saal, bitte. Ich komme. Ich mach das schon. Oh, schon in Ordnung. Danke. Gegen 3 Uhr fahren Sie nach Hause. Um 3:30 ungefähr verlässt Fischer wieder das Haus. Wohin ist unklar. Naja, möglicherweise zu Strelitz. Der kam um 4 nach Hause. Und was ist eigentlich mit diesem Wachmann, diesem André Konrad? Ja, der könnte Fischer noch begegnet sein. Ja, vorausgesetzt, Fischer war tatsächlich bei Strelitz. Ich nehme diesen Wachmann bei den Elegards mal vor. Und wir fahren mal ins Rathaus und reden mit Fischers Chefin, oder? Ah, gut, dass du kommst. Also mit der Spurensicherung. Ja. Ich glaube, am Tatort sind Reifenspuren gefunden worden. Die könnten zu einem größeren PKW passen. Jeep, Minivan, Transporter, sowas in der Art eben. Ach, was ist das? Da siehst du doch mein Brötchen. Das sind Fischers Privatpapiere. Sehr gut. Dann kannst du dich mal ansetzen. Bis später. Ja, dann mal viel Spaß, ne? Sag mal, isst du das noch hier? Moment mal. Danke. Und? Was gibt's Neues? Die Polizei war da. Die Polizei? Und was wollen die? Mirko. Mirko ist tot. Was? Wieso denn? Wir wissen noch nichts Genaues. Vielleicht war es ein Unfall. Vielleicht aber auch Mord. Was ist denn? Was schaust du denn da mich so an? Hey, du glaubst doch nicht etwas. Lass mich los. Ich hab noch zu tun. Übrigens, ich hab den von eurem Streit erzählt. Sag das auch nicht, was soll ich? Dazu vielleicht ein bisschen los, ja. Also. Die Blutspuren auf der Straße und in der Auffahrt, die stammen eindeutig von dem Opfer. Mhm. Aber an seiner Kleidung, da wurde auch das Blut einer anderen Person gefunden. Sag mal, ist die Blutprobe, die wir nachgereicht haben, schon analysiert? Na komm, so schnell sind die im Labor auch wieder nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass das Opfer schwer misshandelt wurde. Und zwar bevor es überfahren wurde. Wir können wirklich froh sein, dass ihm niemand mehr über den Kopf gefahren ist. Die Verletzungen wären kaum mehr auseinanderzuhalten gewesen. Hier, Nasenbeinfraktur, Frakturen und Prellungen im Kieferbereich, multiple Hämatome. Das deutet tatsächlich auf eine Prügelei hin. Ja, aber warum sind keine weiteren Blutspuren gefunden worden am Tatort? Wahrscheinlich hat sich das Opfer gar nicht groß gewehrt. Ich habe auch an seinen Händen keinerlei weitere Verletzungen gefunden. Und was ist jetzt die konkrete Todesursache? Schwere innere Verletzungen im unteren Brust- und Bauchbereich. Es muss ein relativ schweres Fahrzeug gewesen sein, das ihn überrollt hat. Tja, sehr beliebt scheint er mal nicht gewesen zu sein. Das heißt, er wurde erst zusammengeschlagen und dann überfahren? Andersrum wäre schwierig. Ja, na gut, dass die Frau studiert hat, nicht? Schick das später. Wahnsinn, oder? Ich finde das immer wieder beeindruckend hier. Herr Maybach, wussten Sie eigentlich, dass dies das größte Rathaus Deutschlands ist? Und dass es nirgendwo so viele Türen gibt wie hier? Ach was? Ja, und hinter jeder Tür ein anderes Geheimnis. Dass es zu lüften gilt. Komm, komm, komm! Tag. Ah, Wolfgang. Kripo Leipzig. Ich suche den André Konrad. Hat sich Urlaub genommen. Was willst du von ihm? Ich wollte nur wissen, wie lange der heute Nacht Dienst hatte bei Roland Strelitz. Er hat sich gegen 6:30 bei mir abgemeldet. Wieso, stimmt was nicht? Nee, ist alles in Ordnung. Da war heute Nacht ein Unfall in der Nähe und wir suchen Zeugen. Kannst du mir Näheres über André Konrad sagen? Er ist ein guter Junge.
kümmert sich rührend um seine Mutter, seit sich der Alte totgesoffen hat. Kann sich von ihrer Stütze eh kaum über Wasser halten. Und wo könnte ich den jetzt finden? Versuch's mal im BC Plagwitz, ist ein Boxclub. Ja, den kenne ich. Was hat denn der für einen Wagen gehabt heute Nacht? Den da. Ja, toll. Ja, danke. Das ist sein Büro. So hat er es zuletzt hinterlassen. Frau Marquardt, hatte Herr Fischer oft mit Roland Strelitz zu tun? Zwangsläufig. Herr Strelitz geht hier ein und aus, seine Lokale zählen. Verzeihung, zählten zu Herrn Fischers Bereich. Entschuldigen Sie bitte, aber ich kann es immer noch nicht fassen, dass er tot ist. Sie waren sicher über alle seine Projekte informiert. Ja, natürlich. Ich war ja seine Vorgesetzte. Allerdings hat er völlig freie Hand gehabt. Er war sehr zuverlässig. Können Sie uns sonst noch irgendwas über ihn erzählen? Nicht viel. In der Abteilung war er sehr beliebt. Er hat ganz gern mal die Kollegen eingeladen. Großzügig war er ja. Würden Sie uns bitte alle Unterlagen raussuchen, an denen er zuletzt gearbeitet hat? Ja, natürlich. Hier sind die aktuellen Anträge und Projekte. Und in der Schublade befinden sich alphabetisch geordnet alle Gastronomiebetriebe, für die Herr Fischer zuständig war. Ich habe leider noch andere Termine. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte wenden Sie sich an meine Sekretärin. Sie entschuldigen mich. Ist das eigentlich Ihr Büro? Ja. Schön. Wiederschauen. Wiedersehen. Was machst du denn hier? Trainingssachen gesucht. Alles klar gegangen bei Strelitz? Ja, alles klar. Konrad! Du weißt, dass ich dir hier bei mir eine Chance gebe. Wahrscheinlich deine letzte. Also lüg mich nie an. Ich habe gehört, es gab einen Unfall. Ich weiß nicht. Ja, da war wohl ein Unfall. Wo war der genau? Keine Ahnung, ist doch unwichtig. André, bist du da an was reingeraten? Nein, ich weiß nicht, ich bin gleich weg. Du bist einfach abgehauen? Ja. Wenn du da geblieben wärst, hättest du vielleicht jemandem helfen können. Emanzipation finde ich super. Ihr greift die Vorteile ab und wir dürfen weiter die Schwerstarbeit machen. Ja, guck mal, was wir Frauen im Kopf haben, habt ihr eben in den Armen. Also ich finde das durchaus gerecht verteilt. Ach, Scheiße, kannst du mal eben... Komm, gleich hier vorne, eine Hose. Ja, danke. Ja, nee, das ist nicht mein Handy. Ups. Maybach? Ajo, was gibt's denn? Jan, veranlasse doch bitte bei der Spurensicherung, dass die von dem Geldtransporter, den der Konrad in der Mordnacht gefahren hat, dass sie dann Reifenabdruck machen. Der Wagen steht beim Sicherheitsdienst. Gut, mach ich. Wo bist du? Ich mach Mittag. Und wir treffen uns dann im Boxclub in Plagwitz. Wir nehmen uns dann diesen Wachmann, diesen Konrad, vor. Und der Strelitz ist übrigens auch da. Die Kollegen, die ihn observieren, haben mich gerade angerufen. Okay, ich beeil mich. Ach so, und sag, Ina und Miguel, sie sollen unbedingt diesen Förster vernehmen. Okay. Immer, du sollst unbedingt diesen Förster vernehmen, soll ich dir sagen? Ja, ist schwer. Alles klar. Ups. Kannst du noch? Ja. Schlüssel? Rechte Jackentasche. So, drück ich jetzt Lock. Ach, komm, oder mach hin, das wird nicht leichter. Unlock, oder? Ja. Yeah.
Schlüssel, bitte. Herzlichen Dank. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Was ist das denn? Das sind die Unterlagen aus Fischers Büro. Und du wirst die durcharbeiten. Aber bevor du dich dieser ehrenvollen Aufgabe widmest, gehen wir noch ein paar Tapas essen. Komm. Oh Mann, ich will nicht essen, ich will schlafen. Na komm. Ist ja gut jetzt. Komm, komm. Ich hoffe, wir haben es verstanden, Freundchen. Kein Wort. Zu niemandem. Dass Fischer bei mir war, ist das klar? Das müsste ich vielleicht mal der Polizei erzählen, dass du am Tod von dem armen Mann schuldig bist. Tod? Was für ein Tod? Wie konnte das nur passieren, dass du so ausgerastet bist, dass du den hilflosen Mann so bestialisch umgebracht hast? Du bist ein Mörder. Und mieser kleiner Dieb dazu. Aber ich bin mir sicher, dass du das Geld, was du Herrn Fischer weggenommen hast, mir wieder zurückgeben willst, hm? Siehst du? Das verstehe ich unter spanischer Lebensart. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich bin der Besitzer hier von dem Laden. Und ein Waschechter Sachsen. Fipo Leipzig. Wir hätten ein paar Fragen zu Mirko Fischer. Und? Kredit ist noch drin. Dann los. Der ist bestimmt nicht zum Trainieren hier. Sie und Fischer hatten also nicht das beste Verhältnis zueinander. Ich habe mich oft genug von ihm schikanieren lassen. Da bin ich aber gespannt. 4 Zentimeter. Was? Na, kommen Sie mal mit. Mein Bürgersteig ist für die Bestuhlung 4 Zentimeter zu schmal. Das ist doch eine Schikane. Wieso, hier kann man doch überall draußen sitzen. Genau, weil die auch alle fleißig zahlen. Der Fischer lebte auf großem Fuß. Aha, Sie meinen, dass Fischer eventuell... geschmiert wurde, genau. Ich habe nicht gezahlt, also sollte ich raus. Und bei dem Streit gestern Abend, worum ging es da? Kinderkram. Der Fischer wollte sich nur wichtig machen. Jetzt komm, boxen! Entschuldigung! Komm schon! Ja? Können Sie uns sagen, wo wir Herrn Konrad finden? Er war eben da drin. Vielleicht in der Dusche. Dort ist der Tür. Okay, danke. Ja. Und unten, unten, unten! Komm, unten! Los! Jawohl! Ich musste dazwischen gehen. Sonst hätten die beiden sich noch mitten in der Bar hier geprügelt. Könnte Ihr Chef was mit Fischers Tod zu tun haben? Ich weiß nicht. Eigentlich ist er harmlos, aber... Warum arbeiten Sie denn noch hier? Ich brauche den Job für mein Studium. So gutes Trinkgeld wie hier gibt's sonst nirgends. Okay. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 4 und 6? In L.A. Ach. Zum Chill-Out-Frühstück. Ist ein Affen da noch hier? Ja, ich weiß. Und hoffentlich hat Sie da auch jemand gesehen. Herr Konrad? Ja? Kripo Leipzig. Es geht um Ihren Einsatz letzte Nacht bei Strelitz. Kripo. Ja, und? Sagen Sie, wo ist denn Strelitz eigentlich? Der wollte doch bestimmt zu Ihnen. Keine Ahnung. Komm mal, das geht um. Ja! Strelitz ist auch drin, such ihn! Hast du dir wehgetan? Manche Dinge verlernt man nie. Ich sehe es. Und du? Ja. Na ja.
Aua. Ab ins Präsidium mit ihm. Weißt du was, Ina? Kannst allein fahren. Ich muss ja sowieso noch mal ins Büro zurück, okay? Du gehst zu Fuß? Ja, wird mir jetzt gut tun. Ein bisschen frische Luft. Mit so viel Koffein im Blut, da werden sie heute Nacht aber senkrecht im Bett stehen. Ich komme halt sowieso nicht zum Schlafen. Demnach versuche ich, mich ein bisschen über Wasser zu halten. Klingt ja nach einem sehr spannenden Berufsleben. Aha. Doch, manchmal schon. Naja, du kriegst halt wahnsinnig viel von Menschen mit, ja? Von ihren Hoffnungen, Träumen. Von ihrem Liebesleben. Das hatte ich auch. Bis gestern. Wissen Sie, mit Miyoko und mir, das hat einfach gepasst. Bei ihm habe ich immer gedacht, der ist es. Die große Liebe, was? So was in der Art. Auf jeden Fall ganz anders als mit dem da. Was? Mit dem da? Sie und Förster? Ja, aber jetzt sind wir nur noch Kumpels. Mit Mirko war das alles ganz, ganz anders. Viel, viel intensiver. Viel aufregender. Ich glaube, ich muss jetzt packen. Ja, vielen Dank für den Kaffee, ne? Tschüss. Mal sehen. Da steht's ja. Danke. Und? Morgen. 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 Und, was gibt's Neues? Strelitz war zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus. Verdacht auf Gehirnerschütterung. Müsste aber heute vernehmungsfähig sein. Der Konrad hat dem ein paar ganz schöne Dinger verpasst. Hat Konrad ausgesagt? Bisher kein einziges Wort. Wusstet ihr eigentlich, dass Annette Kern mal mit Florian Förster zusammen war? Ja. Die hat ihn für Fischer sitzen lassen. Ach nee. Förster hat ein Alibi, und zwar ein wasserdichtes. Das habe ich überprüft. Woher weißt du das eigentlich auf einmal? Naja, nachdem du gestern weg warst, bin ich nochmal in die Bar zurückgekommen. Ja, das hätte ich mir ja denken können. Typisch. Was heißt denn typisch? So ein Quatsch. Komm, die Kleine hat sie angetan. Gib's doch zu, Miguel. Miguel, wir stecken hier mitten in einem Fall und sie hängt mit drin. Da wird nicht angebändelt, klar? Ich hab nicht angebändelt. So ein Schwachsinn. Also, was hat denn Nachforschung nun ergeben? Also, Fischer muss tatsächlich Schmiergelder kassiert haben. Hier, ich habe sämtliche Konten von ihm gecheckt. Regelmäßige Bareinzahlungen zwischen 500 und 5.000. Irgendwelche Hinweise, woher das Geld geflossen ist? Ja. Allerdings hat Fischers Chefin letzte Woche eine Überweisung von 15.000 Mark von ihm erhalten. Das heißt also, Sie hängen auch mit rein? Das ist anzunehmen, ja. Nein, ich habe von all dem nichts gewusst. Das müssen Sie mir glauben. Und die 15.000 Mark, die Fischer Ihnen letzte Woche überwiesen hat? Das war weil... Ja? Ich hatte sie ihm geliehen. Ach, geliehen. Frau Marquardt, Herr Fischer hatte Geld genug. Wir haben seine Konten überprüft. Also, was hat es mit diesen 15.000 Mark auf sich? Wofür hat er sie bezahlt? Ich kann Ihnen dazu nicht mehr sagen. Also, was wollten Sie von André Konrad? Ich wollte ihn für einen neuen Job erneuern. Ach so. Und aus lauter Dankbarkeit hat er sie dann erstmal zusammengeschlagen, hm? Kommen Sie, Strelitz. Sie haben ihn doch irgendwie provoziert. Herr Strelitz, Sie haben kein Alibi. Und wir haben an Fischers Klamotten Ihr Blut gefunden. Ich brauche kein Alibi. Mein Blut. Wer wissen denn, dass das mein Blut ist? Weil wir es in Ihrer Wohnung sichergestellt haben. Ja, und? Du weißt doch gar nichts. Hören Sie mal, wir können auch gerne hier und jetzt eine Blutprobe von Ihnen nehmen. Na schön. Fischer war bei mir. Und? Ja, er hat sie erpresst, habe ich recht. Fischer wusste, dass Ihnen die amtlichen Hygienevorschriften scheißegal sind. Er wollte Ihnen Ihre Kneipe dicht machen. Sie haben ja brav Ihre Schularbeiten gemacht, was? Ja, was haben Sie denn gedacht, ha? Sie haben mit Fischer gemeinsam eine Sache gemacht.
Der Zuschlag für das Bluesfestival ist immer an Sie gegangen, obwohl es auch andere Bewerber gab. Ist auch ein bisschen merkwürdig, finden Sie nicht? Ach, warum denn? Vielleicht hatte ich einfach das bessere Konzept als meine Mitbewerber. Verdammt, Strelitz! Wir haben Ihr Blut an Fischers Klamotten gefunden. Wir haben seine Kontoauszüge gecheckt. Der Mann wurde von Mal zu Mal gieriger und Sie mussten ihn loswerden. Also was ist in dieser Nacht passiert? Sie haben da überhaupt keine Ahnung. Der wollte plötzlich 40%. Kam da reinmarschiert, wollte sich selbst bedienen. Musste ich doch verhindern, ne? Hat er mich niedergeschlagen, ist abgehauen. Du solltest also von Fischer das Geld zurückholen. Und was dann? Das Arschloch hat mich ausgelacht. Der hat gedacht, er könnte einfach so an mir vorbeikommen. Aber ich lass mich nicht auslachen. Und dann... Ich weiß nicht, ich bin einfach durchgedreht. Der hat mich doch provoziert. Aber du musst doch gemerkt haben, dass er sich nicht gewehrt hat. Doch, doch, ich habe dann ja auch irgendwann aufgehört. Ja, als du das Geld gefunden hast. Eine größere Summe, da hast du dann eingesteckt. Weil du nun über Fischer und Strelitz Bescheid wusstest. Verdammte Scheiße, die hätten noch gar nichts machen können. Außerdem habe ich es nicht für mich getan. Es war doch für meine Mutter. Konrad ist nicht wiedergekommen. Ich habe ihn dann kurze Zeit vom Fenster aus gesehen, wie er in seinen Transporter gestiegen und mit einem Affenzahn abgezischt ist. Und damit haben Sie Konrad unter Druck gesetzt. Er wusste zu viel und Sie wollten ihn zum Schweigen bringen. Und deshalb ist er im Boxclub ausgerastet, richtig? Verdammt, das ging um meine Existenz. Ich wollte, dass er weiß, dass ich ihn gesehen habe. Kurz mal kurz. Weißt du, was auf Mord steht? Lebenslänglich. Strelitz behauptet, du hast Fischer umgebracht. Dieses Schwein. Das kann er doch nicht machen! Sag mal, spinnst du? Ich wollte ihn nicht umbringen, das müssen Sie mir glauben. Wirklich, das müssen Sie mir glauben. Ich wollte ihn echt nicht totschlagen. Wer redet denn hier von Totschlag? Nein. Du hast dich in den Transporter gesetzt und dann hast du ihn überfahren. Aus Angst, Panik, Kurzschluss. War es nicht so? Überfahren? Moment mal, das war ich nicht. Im Spiegel, im Rückspiegel. Da tauchten plötzlich Steinwerfer auf. Ich glaube, das war ein Jeep. Voll auf ihn zugefahren. Na, dieser Jeep, der kam aus dem... Ich weiß nicht, ich bin ja gleich abgehauen. Also muss ich voll erwischt haben. Ja, dieser Jeep kam aus dem Nichts. Erklär das mal dem Staatsanwalt! Glauben Sie doch, was Sie wollen! Das war ich auf jeden Fall nicht. Da! Danke. Sag mal, was ist eigentlich mit den Reifenspuren des Geldtransporters? Negativ. Nicht identisch mit den Abdrücken am Tatort. Und Strelitz Minivan ist tatsächlich in der Werkstatt. Wie sind mit Konrad gelaufen? Tja, der will einen Jeep gesehen haben, der Fischer überfahren haben soll. Wie war es bei der Konstanze Marquardt? Ja, angeblich hat sie Fischer die 15.000 Mark geliehen. Aber sie lügt und das ziemlich schlecht. Sag mal, hast du gerade Jeep gesehen? Ja, wieso? Weil Konstanze Marquardt einen fährt. Ja, Zimmermann, Kripo Leipzig. Könnte ich bitte Frau Marquardt sprechen? Aha. Könnte ich dann bitte die Privatadresse haben? Hat sich krank gemeldet. Moment. Lindenthaler Straße 14. Dankeschön. Scheint nicht da zu sein. Ihr Auto steht auch nicht vor der Tür. Lass uns mal hinten lassen. Und? Nichts.
jetzt? Warte mal. Ist das nicht? Scheiße, die haut ab! Es ist vorbei. Frau Marquardt, Ihr Schweigen nützt niemanden. Wir haben in Fischers Unterlagen eine Ferienhausbuchung auf seinen und Ihren Namen gefunden. Wie eng war Ihr Verhältnis? Wir wollten heiraten, eine gemeinsame Zukunft planen. Alles war so klar. Bis er Sie wegen einer anderen verlassen hat. Oder gab es noch einen anderen Grund? Frau Marquardt, wir haben die Nummer Ihrer Frauenärztin, Frau Dr. Marx, bei Fischers Unterlagen gefunden. Als wir mit ihr gesprochen haben, sagte sie, dass Fischer sie öfter angerufen hat in letzter Zeit. Warum, hat sie allerdings nicht gesagt. Er mochte keine Kinder. Schon gar keine eigenen. Ich dachte, ich könnte ihn ändern, aber er war wie ausgewechselt. So hart und rücksichtslos. Was war mit den 15.000 Mark? Er wollte, dass ich es wegmachen lasse und ihn nie wieder belästige. Genau so hat er es gesagt. Was ist in dieser Nacht passiert, Frau Marquardt? Ich wollte ihm das Geld vor die Füße werfen und nochmal mit ihm reden. Also bin ich ihm zu seinem Haus gefolgt und musste mit ansehen, wie er und diese Kellnerin, wie sie im Auto ist. Es war so erniedrigend. Und dann sind sie ihm nachgefahren. Bis zu Strelitz Haus. Ich war wie gelähmt. Dieser Mann. Blind auf ihn eingeschlagen. Immer und immer wieder. Dann ist er weggefahren. Mirko hat sich zur Straße geschleppt, er war verletzt. Er hat mir überhaupt nicht leid getan. Und dann? Mein Gott, ich hab Gas gegeben. Auf alle Fälle hat sie sich gründlich für alle Erniedrigungen gerecht, die Fischer hier angetan hat. Danke. Und Jan hätte sie beinahe auf die gleiche Art und Weise ins Jenseits befördert. Dann übertreibt man nicht. Jedenfalls wären wir ohne Miguels Nachtarbeit nicht so schnell gewesen. Wo ist er eigentlich? Ja, dann so. An seinem Arbeitsplatz, wo er hingehört. Thank you.
Na, wer ist das, Suibrati? So, amigos, ich werde mich jetzt ins Vergnügen stürzen. Hey, sag mal, weiß deine Oma schon, dass du ihr Parfum geklaut hast? Gefällt's dir, Chico? Ja, großartig. Sag ich doch. Irgendwie riecht's hier wie ein Puma-Käfig. Ist Ina schon weg? Nee, die ist schon seit Stunden auf der Toilette. Was steht denn an, Casanova? Ey, wenn schon, dann bitte Don Juan, ja? Hör mal auf mit Casanova, das war ein Anfänger. Ich geh zum Blues-Festival. Schwermütige Frauenherzen retten. Ja, mit dem Rasierwasser wird das nichts. Wieso denn? Tja, Puma-Käfig. Ach, ja, der braucht keine Ahnung. Was ist mit dir los? Ich gehe aufs Blues-Festival. Leute, ich hab's euch gesagt. Sie laufen da alles so rum. Echt? Mhm. Der hat keine Kraft. Oh, der Typ, der hat's eben einfach nicht geschafft. Hab ich verschwunden. Hallo. Danke fürs Reisen und bis zum nächsten Mal. Zahl bitte. Danke, stimmt. Na endlich, er wartet schon. Sehr schön. Dann lass mal sehen. Auf meine Jungs ist Verlass. Sind Sie also zufrieden? Nein, Kowski. Der Anblick hier macht mich überglücklich. Hören Sie zu, Kowski. Ich möchte, dass mich einer Ihrer Leute in einem sicheren Wagen mitsamt dem Geld nach Hause fährt. Ich bin erst ruhig, wenn das alles hier im Safe liegt. Er übernimmt das. Ist mein bester Mann. Wie heißt du? André Konrad. Verstehst du denn darum, André Konrad? Pack das Geld ein und dann vorsichtig. Nach Hause. Wenn das Geld im Safe ist, dann kannst du wieder verschwinden, Konrad. Erwarten Sie noch jemanden? Nein, schon gar nicht um diese Zeit. Ich steh nicht so blöd rum, mach auf! Was wollen Sie? Hey! Strelitz, ich bin's! Pfeif mal deinen Wachhund hier zurück! Was willst du denn? Feiern natürlich, was sonst? Lass ihn rein, ist ein alter Freund. Sitz, Hasso! Konrad, du wartest hier draußen, bis ich die Sache geklärt habe, verstanden?
Eigentlich waren wir da erst morgen verabredet. Aber ich wollte jetzt mit dir anstoßen. Eine wunderbare Musik. Und so lukrativ. Was soll das Theater? Auf dich und das Geld. 50.000 Besucher. 15 Mark Eintritt. Da kommt ein hübsches Sümmchen zusammen. Ja, jetzt hau ab. Wow! Hier ist dein Anteil. Deswegen bist du ja wohl da, oder? Wir wissen beide, dass ich mehr verdient habe. Ich will 40%. 40%? Du spinnst wohl. Das hier, das nimmst du und dann haust du ab, ja? Was sonst wohin stecken? Nimmst das Geld und dann verschwindest du. Ohne mich wärst du nur ein kleiner, schwieriger Kneipenbesitzer. Ja. Und wenn ich das mal auspacke, dann bist du ein Nichts. Ach ja, was willst du machen, du? Ha? Willst du mich anzeigen, dann gehst du aber mit hoch. Das schwör ich dir, du. Ah! Hey, hey, hey! Alles klar? Ja? Habt ihr das Schwein? Ach, unser Schoßhündchen. Los ab, gehst du zurück zur Herrchen. Verschwinde, du armseliger Hitze. Lass mich in Ruhe. Die ganze Nacht auf diesem Bluesfestival war. Ich wusste gar nicht, dass Leni erst 13 ist. Ob 13 oder 16, die Sorge eines Vaters um seine Tochter hört nie auf. Du hast aber auch keine gute Laune. Nee. Wie war es auf dem Festival? Ich habe 2 Stunden lang gewartet und dann bin ich nach Hause gegangen und zwar allein. Du liebst es lieber bei Frauen und Kindern geblieben, stimmt's? Ich habe langsam die Nase voll, das sag ich dir. Morgen. Morgen. Schlechte Laune. Ja. Guten Morgen. Eine alte Dame aus der Nachbarschaft hat den Toten vor etwa einer Stunde gefunden. Was macht eine alte Frau bitte morgens um 5 auf der Straße? Ihren Dackel ausführen. Auf den ersten Blick Unfall mit Todesfolge und Fahrerflucht. Da sind noch Blutspuren, die von dem Toten zu diesem Hauseingang führen. Ja, das haben wir beim Toten gefunden. Ja, danke. Mirko Fischer, Gewerbeamt. Wo sind Jan und Miguel eigentlich? Jan wollte hier irgendwo joggen und direkt herkommen und Miguel habe ich noch nicht erreicht. Er weiß, wo der steckt, so wie er gestunken hat. Morgen! Morgen. Ausgeschlafen, was? Na, wie war's beim Bluesfestival gestern? Frag mich bitte nicht. Lass mich raten, Führerschein weg oder Dienstwagen gestrichen? Schon mal was von Leibesübung gehört, Frau Doktor? Na, da scheinen wir eine recht unterschiedliche Auffassung vom Begriff der Leibesübung zu haben, Herr Oberkommissar. Ist das so, ja? Könnt ihr jetzt eventuell mal zur Sache kommen? Klar. 2 bis 4 Stunden maximal, länger ist der Unfall nicht her. Wenn es überhaupt einer war. Hier, schau dir das mal an. Oh, das sieht ja nach einer Prügelei aus. Ist nicht auszuschließen. Ich werde das sofort obduzieren. Tschüss. Tschüss. Ajo, ja. Hast du es gesehen? Die Blutspur führt bis zum Haus. Das habe ich schon gesehen. Erst ins Büro. Ja. Was sagen Sie? Mirko Fischer ist tot? Ah, Sie kannten ihn? Rein geschäftlich. Wissen Sie, als Gastronom, da hat man häufig mit dem Gewerbeamt zu tun. Nehmen Sie auch Platz, bitte. Ja, danke. Sie waren nicht zufällig gestern Nacht mit Mirko Fischer verabredet. Nein. Wie gesagt, wir kannten uns, aber rein geschäftlich. Darf ich den Herrn einen ausgezeichneten Sherry anbieten? Ja. Ja, sehr gut. Waren Sie die ganze Nacht zu Hause? Nein.
Gegen 4 Uhr früh hat mich ein Security hierher gebracht. Wozu brauchten Sie denn jemanden vom Sicherheitsdienst? Ich veranstalte das Blues-Festival. Und heute Nacht wurde abgerechnet. Und da kam eine Menge Geld zusammen. Viel mehr, als wir erwartet hatten. Aber dafür gibt's doch Banken. Haben Sie schon mal versucht, 750.000 Mark durch den Schlitz eines Nachttresors zu schieben? Oh, das würde ich gern. Mit so viel Geld im Haus, da macht man sich ja kein Auge zu, oder? Oh, warum denn nicht? Es gibt hier eine Alarmanlage, ein Safe. Was fahren Sie eigentlich für einen Wagen? So ein wie mein Nachbar. Ja, so ein Van. Aber meiner ist gerade in der Werkstatt, irgendwas mit den Bremsen. Ich würde mich ganz gern ein bisschen ausruhen. Ja, natürlich. Danke. Sagen Sie, wobei haben Sie sich denn so verletzt? Was? Ich bin so ein betrunkener Idiot. Sie finden alleine raus? Ja, natürlich. Wiedersehen. 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 Ja, auch schon da? Ich habe gestern meine Prinzessin getroffen, das muss ich dir erzählen. Ja, erspar mir die Details. Aha, was war mit dir? Hab dich gar nicht gesehen gestern Nacht. Ja, ich war auch nicht so lange da. Hast nicht lange gefackelt, was? Miguel, komm, laber nicht, sondern mach dich nützlich. Hier, überprüf die Personalien von diesem Toten und geh mir nicht auf den Keks. Na super. Recherche am Totenmaterial. Sag mal, wieso hast du ihn nicht gleich mit der Blutspur konfrontiert? Ach, das heben wir uns für später auf. Der ist doch sowieso verdächtig. Kennt Mirko Fischer und sein Alibi ist fraglich. Allerdings. Noch vor seinem Haus wird Fischers Leiche gefunden. Der Typ will nichts gemerkt haben. Wir lassen ihn auf jeden Fall observieren. Aber übrigens, das hier habe ich in seinem Papierkorb gefunden. Könnte Fischers Blut dran sein. Sehr gut. So schnell wie möglich ins Labor damit. Und du, so schnell wie möglich unter die Dusche, du Stinker. Naja, irgendwie muss ich ja gegen Miguel anmuffeln, oder? Na, ausgeschlafen? Muss ja eine heiße Nacht gewesen sein. Boah, kann man so sagen. Übrigens, ich habe gestern Nacht dein Töchterchen Leni getroffen. Mit so einem Typ im Schlepptau. Habt ihr was über Fischer rausgekriegt? Tja, der heißt Mirko Fischer, 38, ledig, keine Familie, Eltern sind verstorben, arbeitet seit 4 Jahren beim Gewerbeamt und jetzt pass mal auf, hat einen teuren Sportflitzer und eine Eigentumswohnung in Golis. Ja, ein kostspieliges Leben. Ja, keine Erbschaft, allerdings auch kein Eintrag im Strafregister, nicht mal ein Punkt in Flensburg. Sie entschuldigen mich. Ist das eigentlich Ihr Büro? Ja, schön. Wiederschauen. Wiedersehen. Was machst du denn hier? Trainingssachen gesucht. Alles klar gegangen bei Strelitz? Ja, alles klar. Konrad, du weißt, dass ich dir hier bei mir eine Chance gebe. Wahrscheinlich deine letzte. Also lüg mich nie an. Ich habe gehört, es gab einen Unfall. Ich weiß nicht. Ja, da war wohl ein Unfall. Wo war der genau? Keine Ahnung, ist doch unwichtig. André, bist du da an was reingeraten? Nein, ich weiß nicht, ich bin gleich weg. Du bist einfach abgehauen? Ja. Wenn du da geblieben wärst, hättest du vielleicht jemandem helfen können. Ja. Ja.
Emanzipation finde ich super. Ihr greift die Vorteile ab und wir dürfen weiter die Schwerstarbeit machen. Ja, guck mal, was wir Frauen im Kopf haben, habt ihr eben in den Armen. Also ich finde das durchaus gerecht verteilt. Ach, Scheiße, kannst du mal eben... Oh, bleib hier vorne, ne, Hose. Ja, danke. Ja, ja, nee, das ist nicht mein Handy. Ups. Maybach? Ajo, was gibt's denn? Jan, veranlasse doch bitte bei der Spurensicherung, dass die von dem Geldtransporter, den der Konrad in der Mordnacht gefahren hat, dass sie dann einen Reifenabdruck machen. Der Wagen steht beim Sicherheitsdienst. Gut, mach ich. Wo bist du? Ich mach Mittag. Und wir treffen uns dann im Boxclub in Plagwitz. Wir nehmen uns dann diesen Wachmann, diesen Konrad, vor. Der Strelitz ist übrigens auch da. Die Kollegen, die ihn observieren, haben mich gerade angerufen. Okay, ich beeil mich. Ach so, und sag Ina und Miguel, sie sollen unbedingt diesen Förster vernehmen. Hör mal, du sollst unbedingt diesen Förster vernehmen, soll ich dir sagen. Ja, ist schwer. Alles klar. Kannst du noch? Ja. Schlüssel? Da ist die Jackentasche. So, drück ich jetzt Lock oder Unlock? Komm mal hin, das wird nicht leichter. Unlock, oder? Ja. Tschüss. Was ist das denn? Das sind die Unterlagen aus Fischers Büro. Und du wirst dir durcharbeiten. Aber bevor du dich dieser ehrenvollen Aufgabe widmest, gehen wir noch ein paar Tapas essen. Komm. Oh Mann, ich will nicht essen, ich will schlafen. Na komm. Ist ja gut jetzt. Komm, 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 komm. Ich hoffe, wir haben es verstanden, Freundchen. Kein Wort. Zu niemandem. Dass Fischer bei mir war, ist das klar? Das müsste ich vielleicht mal der Polizei erzählen, dass du am Tod von dem armen Mann schuldig bist. Tod? Was für ein Tod? Mann, wie konnte das nur passieren, dass du so ausgerastet bist, dass du den hilflosen Mann so bestialisch umgebracht hast? Du bist ein Mörder. Und mieser kleiner Dieb dazu. Aber ich bin mir sicher, dass du das Geld, was du Herrn Fischer weggenommen hast, mir wieder zurückgeben willst, hm? Siehst du? Das verstehe ich unter spanischer Lebensart. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich bin der Besitzer hier von dem Laden. Und ein Waschechter aus Sachsen. Kripo Leipzig. Wir hätten ein paar Fragen zu Mirko Fischer. Und? So, Amigos, ich werde mich jetzt ins Vergnügen stürzen. Hey, sag mal, weiß deine Oma schon, dass du ihr Parfum geklaut hast? Gefällt dir, Chico? Ja, großartig. Sag ich doch. Irgendwie riecht's hier wie ein Puma-Käfig. Ist Ina schon weg? Nee, die ist schon seit Stunden auf der Toilette. Was steht denn an, Casanova? Ey, wenn schon, dann bitte Don Juan, ja? Hör mal auf mit Casanova, das war ein Anfänger. Ich geh zum Blues-Festival. Schwermütige Frauenherzen retten. Ja, mit dem Rasierwasser wird das nichts. Wieso denn? Tja, Puma-Käfig. Ich hab den überhaupt keine Ahnung. Was ist mit dir los? Ich gehe aufs Blues-Festival. Leute, ich hab's euch gesagt. Ich laufe hier alles so rum.
Echt? Alle der keine Kraft. Der hat's eben einfach nicht geschafft. Hab ich verstanden. Hallo! Danke, tschüss, Reisen. Bis zum nächsten Mal. Karl, bitte. Danke, stimmt. Danke, schönen Abend noch. Er wartet schon. Er ist da. Sehr schön. Dann lass mal sehen. Meine Jungs ist Verlass. Und? Dann sind Sie also zufrieden. Der Anblick hier macht mich überglücklich. Hören Sie zu, Kowski. Ich möchte, dass mich einer Ihrer Leute in einem sicheren Wagen mitsamt dem Geld nach Hause fährt. Ich bin erst ruhig, wenn das alles hier am Safe liegt. Er übernimmt das. Ist mein bester Mann. Wie heißt du? André Konrad. Verstehst du denn da rum, André Konrad? Pack das Geld ein und dann vorsichtig nach Hause. Wenn das Geld im Safe ist, dann kannst du wieder verschwinden, Konrad. Erwarten Sie noch jemanden? Nein, schon gar nicht um diese Zeit. Ich steh nicht so blöd rum, mach auf! Strelitz, ich bin's! Pfeif mal deinen Wachhund hier zurück! Was willst du denn? Feiern natürlich, was sonst? Lass ihn rein, ist ein alter Freund. Sitz, Hasso! Konrad, du wartest hier draußen, bis ich die Sache geklärt habe, verstanden? Eigentlich waren wir da erst morgen verabredet. Da sind Reifenspuren gefunden worden, die könnten zu einem größeren PKW passen. Jeep, Minivan, Transporter, sowas in der Art eben. Ach, was ist das? Da siehst du doch mein Brötchen. Das sind Fischers Privatpapiere. Sehr gut, dann kannst du dich mal ransetzen. Bis später. Ja, dann mal viel Spaß, ne? Sag mal, isst du das noch hier? Schon mal. Ach, danke. Und? Was gibt's Neues? Die Polizei war da. Die Polizei? Und was wollen die? Mirko. Mirko ist tot. Was? Wieso denn?
Wir wissen noch nichts Genaues. Vielleicht war es ein Unfall. Vielleicht aber auch Mord. Was ist denn? Was schaust du denn da mich so an? Hey, du glaubst doch nicht etwa, dass ich... Lass mich los. Ich hab noch zu tun. Übrigens, ich hab den von eurem Streit erzählt. Tut mir leid, wir müssen los. Also, die Blutspuren auf der Straße und in der Auffahrt, die stammen eindeutig von dem Opfer. Mhm. Aber an seiner Kleidung, da wurde auch das Blut einer anderen Person gefunden. Sag mal, ist die Blutprobe, die wir nachgereicht haben, schon analysiert? Na komm, so schnell sind die im Labor noch auch wieder nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass das Opfer schwer misshandelt wurde. Und zwar bevor es überfahren wurde. Wir können wirklich froh sein, dass ihm niemand mehr über den Kopf gefahren ist. Die Verletzungen wären kaum mehr auseinanderzuhalten gewesen. Hier, Nasenbeinfraktur, Frakturen und Prellungen im Kieferbereich, multiple Hämatome. Das deutet tatsächlich auf eine Prügelei hin. Ja, aber warum sind keine weiteren Blutspuren gefunden worden am Tatort? Wahrscheinlich hat sich das Opfer gar nicht groß gewehrt. Ich habe auch an seinen Händen keinerlei weitere Verletzungen gefunden. Und was ist jetzt die konkrete Todesursache? Schwere innere Verletzungen im unteren Brust- und Bauchbereich. Es muss ein relativ schweres Fahrzeug gewesen sein, das ihn überrollt hat. Tja, sehr beliebt scheint er mal nicht gewesen zu sein. Das heißt, er wurde erst zusammengeschlagen und dann überfahren? Andersrum wäre schwierig. Ja, na gut, dass die Frau studiert hat, nicht? Schick das bitte. Wahnsinn, oder? Ich finde das immer wieder beeindruckend hier. Herr Maybach, wussten Sie eigentlich, dass dies das größte Rathaus Deutschlands ist? Und dass es nirgendwo so viele Türen gibt wie hier? Ach was? Ja, und hinter jeder Tür ein anderes Geheimnis. Das ist zu lüften gilt. Komm, komm, komm! Halt. Ah, Wolfgang. Kripo Leipzig. Ich suche den André Konrad. Hat sich Urlaub genommen. Was willst du von ihm? Ich wollte nur wissen, wie lange der heute Nacht Dienst hatte bei Roland Strelitz. Er hat sich gegen 5:30 bei mir abgemeldet. Wieso, stimmt was nicht? Nee, ist alles in Ordnung. Da war heute Nacht ein Unfall in der Nähe und wir suchen Zeugen. Kannst du mir Näheres über André Konrad sagen? Er ist ein guter Junge. Kümmert sich rührend um seine Mutter, seit sich der Alte totgesoffen hat. Kann sich von ihrer Stütze eh kaum über Wasser halten. Und wo könnte ich den jetzt finden? Versuch's mal im BC Plagwitz, ist ein Boxclub. Ja, den kenne ich. Was hat denn der für einen Wagen gehabt heute Nacht? Den da. Toll. Ja, danke. Das ist sein Büro. So hat er es zuletzt hinterlassen. Frau Marquardt, hatte Herr Fischer oft mit Roland Strelitz zu tun? Zwangsläufig. Herr Strelitz geht hier ein und aus. Seine Lokale zählen. Verzeihung, zählten zu Herrn Fischers Bereich. Entschuldigen Sie bitte, aber ich kann es immer noch nicht fassen, dass er tot ist. Sie waren sicher über alle seine Projekte informiert. Ja, natürlich. Ich war ja seine Vorgesetzte. Allerdings hat er völlig freie Hand gehabt. Er war sehr zuverlässig. Können Sie uns sonst noch irgendwas über ihn erzählen? Nicht viel. In der Abteilung war er sehr beliebt. Er hat ganz gerne mal die Kollegen eingeladen. Großzügig war er ja. Würden Sie uns bitte alle Unterlagen raussuchen, an denen er zuletzt gearbeitet hat? Ja, natürlich. Hier sind die aktuellen Anträge und Projekte. Und in der Schublade befinden sich alphabetisch geordnet alle Gastronomiebetriebe, für die Herr Fischer zuständig war. Ich habe leider noch andere Termine. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte wenden Sie sich an meine Sekretärin. Aber ich wollte jetzt mit dir anstoßen. Eine wunderbare Musik. Und so lukrativ. Was soll das Theater? Auf dich und das Geld. 50.000 Besucher,
15 Mark Eintritt. Da kommt ein hübsches Sümmchen zusammen. Ja, jetzt hau ab. Wow! Hier ist dein Anteil. Deswegen bist du ja wohl da, oder? Wir wissen beide, dass ich mehr verdient habe. Ich will 40%. 40%? Du spinnst wohl. Das hier, das nimmst du und dann haust du ab, ja? Was sonst wohin stecken? Nimmst das Geld und dann verschwindest du. Ohne mich wärst du nur ein kleiner, schmieriger Kneipenbesitzer. Ja? Wenn ich das mal auspacke, dann bist du ein Nichts. Ach ja, was willst du denn machen, du? Oder? Willst du mich anzeigen, dann gehst du aber mit hoch. Das schwör ich dir, du. Klar? Ja. Ja? Habt ihr das Schwein? Hey, steh rein! Ach, unser Schoßhündchen. Los ab! Gehst du zurück zu Herrchen? Verschwinde, du armseliger Hitler. Lass mich in Ruhe! Schlafen. Meine Töchter die ganze Nacht auf diesem Bluesfestival war. Ich wusste gar nicht, dass Leni erst 13 ist. Ob 13 oder 16, die Sorge eines Vaters um seine Tochter hört nie auf. Du hast aber auch keine gute Laune. Nee. Wie war es auf dem Festival? Ich habe 2 Stunden lang gewartet und dann bin ich nach Hause gegangen und zwar allein. Du liebst es lieber bei Frauen und Kindern geblieben, stimmt's? Ich habe langsam die Nase voll, das sag ich dir. Morgen. Morgen. Schlechte Laune. Ja. Guten Morgen. Eine alte Dame aus der Nachbarschaft hat den Toten vor etwa einer Stunde gefunden. Was macht eine alte Frau bitte morgens um 5 auf der Straße? Ihren Dackel ausführen. Auf den ersten Blick Unfall mit Todesfolge und Fahrerflucht. Da sind noch Blutspuren, die von dem Toten zu diesem Hauseingang führen. Ja, das haben wir beim Toten gefunden. Ja, danke. Mirko Fischer, Gewerbeamt. Wo sind Jan und Miguel eigentlich? Jan wollte hier irgendwo joggen und direkt herkommen und Miguel habe ich noch nicht erreicht. Er weiß, wo der steckt, so wie er gestunken hat. Morgen! Morgen. Ausgeschlafen, was? Na, wie war's beim Bluesfestival gestern? Frag mich bitte nicht. Lass mich raten, Führerschein weg oder Dienstwagen gestrichen? Schon mal was von Leibesübung gehört, Frau Doppel? Na, da scheinen wir eine recht unterschiedliche Auffassung vom Begriff der Leibesübung zu haben, Herr Oberkommissar. Ist das so, ja? Könnte jetzt eventuell mal zur Sache kommen. Klar. 2 bis 4 Stunden maximal, länger ist der Unfall nicht her. Wenn es überhaupt einer war. Hier, schau dir das mal an. Oh, das sieht ja nach einer Prügelei aus. Ja, ist nicht auszuschließen. Ich werde das sofort obduzieren. Tschüss. Tschüss. Ajo, ja. Hast du es gesehen? Die Blutspur führt bis zum Haus. Das habe ich schon gesehen. Du fährst ins Büro. Na? Was sagen Sie? Mirko Fischer ist tot? Ah, Sie kannten ihn? Rein geschäftlich. Wissen Sie, als Gastronom, da hat man häufig mit dem Gewerbeamt zu tun. Nehmen Sie auch Platz, bitte. Ja, danke. Sie waren nicht zufällig gestern Nacht mit Mirko Fischer verabredet? Nein. Wie gesagt, wir kannten uns, aber rein geschäftlich. Darf ich den Herrn einen ausgezeichneten Sherry anbieten? Ja. Ja, sehr gut. Waren Sie die ganze Nacht zu Hause? Nein. Gegen 4 Uhr früh hat mich ein Security hierher gebracht. Wozu brauchten Sie denn jemanden vom Sicherheitsdienst? Ich veranstalte das Blues Festival und heute Nacht wurde abgerechnet. Und da kam eine Menge Geld zusammen. Viel mehr, als wir erwartet hatten. Aber dafür gibt's doch Banken. Haben Sie schon mal versucht, 750.000 Mark
durch den Schlitz eines Nachtresors zu schieben. Oh, das würde ich gern. Mit so viel Geld im Haus, da macht man sicher kein Auge zu, oder? Oh, warum denn nicht? Es gibt hier eine Alarmanlage, ein Safe. Was fahren Sie eigentlich für einen Wagen? So ein wie mein Nachbar. Ja, so ein Van. Aber meiner ist gerade in der Werkstatt, irgendwas mit den Bremsen. Ich würde mich ganz gern ein bisschen ausruhen. Ja, natürlich. Danke. Sagen Sie, wobei haben Sie sich denn so verletzt? Was? Ich bin so ein betrunkener Idiot. Sie finden alleine raus? Ja, natürlich. Wiedersehen. 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 Ja, auch schon da? Ich habe gestern meine Prinzessin getroffen, das muss ja, ich dir ja, erzählen. Ja, erspar mir die Details. Aha, was war mit dir? Hab dich gar nicht gesehen gestern Nacht. Ich war auch nicht so lange da. Hast nicht lange gefackelt, was? Miguel, komm, laber nicht, sondern mach dich nützlich. Hier, überprüf die Personalien von diesem Toten und geh mir nicht auf den Keks. Na super. Recherche am Totenmaterial. Sag mal, wieso hast du ihn nicht gleich mit der Blutspur konfrontiert? Ah, das heben wir uns für später auf. Der ist doch sowieso verdächtig. Kennt Mirko Fischer und sein Alibi ist fraglich. Allerdings. Genau vor seinem Haus wird Fischers Leiche gefunden. Der Typ will nichts gemerkt haben. Wir lassen ihn auf jeden Fall observieren. Aber übrigens, das hier habe ich in seinem Papierkorb gefunden. Könnte Fischers Blut dran sein. Sehr gut. So schnell wie möglich ins Labor damit. Und du, so schnell wie möglich unter die Dusche, du Stinker. Naja, irgendwie muss ich ja gegen Miguel anmuffeln, oder? Na, ausgeschlafen? Muss ja eine heiße Nacht gewesen sein. Boah, kann man so sagen. Übrigens, ich habe gestern Nacht dein Töchterchen Leni getroffen. Mit so einem Typ im Schlepptau. Habt ihr was über Fischer rausgekriegt? Tja, der heißt Mirko Fischer, 38, ledig, keine Familie. Eltern sind verstorben, arbeitet seit 4 Jahren beim Gewerbeamt. Und jetzt pass mal auf, hat einen teuren Sportflitzer und eine Eigentumswohnung in Golis. Tja, ein kostspieliges Leben. Ja, keine Erbschaft. Allerdings auch kein Eintrag im Strafregister, nicht mal ein Punkt in Flensburg. Astrainer Leumund. Naja, ich habe hier in seiner Brieftasche ein Foto von seiner Freundin gefunden. Samt Handynummer. Und ihr Name? Annette Kern. Ist hübsch, nicht? Arbeitet in der spanischen Bar, wartet dort auf uns. Tja, dann lass uns die Bar mal anschauen. Und Fischers Freundin. Das war übrigens der einzige Laden, in dem gestern Nacht nichts los war. Guck mal hier. Bar Madrid. Steht nicht im Festivalprogramm. Ist komisch, nicht? Wir können auch ein andermal wiederkommen, wenn. Danke, es geht schon. Fahren Sie ruhig. Entschuldigung. Wollen Sie irgendwas trinken, oder? Ja, wenn Sie nichts ausmachen würde, ein Espresso bitte. Zwei. Zwei. Armbeier, komm, was ist los hier? Ich habe mich total gewundert, dass Sie nicht am Bluesfestival teilgenommen haben. Sagen Sie mal meinem Chef, Florian Förster. Ja, ich dachte bloß. Kriegt doch gute Umsätze. Es war so eine Sache zwischen Mirko und Förster. Danke. Wir konnten noch nie gut miteinander. Was war das Problem? Öfter mal eine Auseinandersetzung. So wie gestern Abend halt. Ah, der Herr Fischer war auch hier. Was ist passiert? Mich abgeholt. Das war so gegen Mitternacht. Dann hat der Förster den Bierhahn abgedreht, weil er ohne Genehmigung Tische und Stühle vor der Bar aufgestellt hat. Das hätten Sie wirklich mal sehen müssen, wie der gestern rumgetobt hat. Bevor er dann irgendwann wutentbrannt abgehauen ist. Wissen Sie, wo er hin wollte? Und Sie und Herr Fischer? Wir waren noch unterwegs. Und dann hat er mich so gegen 3 bei sich zu Hause abgesetzt und
musst du noch los, irgendwas erledigen. Wir möchten deinen Saal, bitte. Ich komme. Ich mach das schon. Oh, schon in Ordnung. Danke. Gegen 3 Uhr fahren sie nach Hause. Um 3:30 ungefähr verlässt Fischer wieder das Haus. Wohin ist unklar. Naja, möglicherweise zu Strelitz. Der kam um 4 nach Hause. Und was ist eigentlich mit diesem Wachmann, diesem André Konrad? Ja, der könnte Fischer noch begegnet sein. Ja, vorausgesetzt, Fischer war tatsächlich bei Strelitz. Ich nehme diesen Wachmann bei den Elegards mal vor. Und wir fahren mal ins Rathaus und reden mit Fischers Chefin, oder? Ah, gut, dass du kommst. Also mit der Spurensicherung. Ja, ich glaube, am Tatort...